Tag 32 und damit Aloha und willkommen zurück zu 60 Seconds Reatomize und Dolores ist auch wieder da. Was hat sie denn gefunden? Wir wollten uns wenigstens eine Weile damit vergnügen, Szenen aus unseren Lieblingsfilmen nachzuspielen. Aus irgendeinem Grund wählten wir immer Szenen aus den Humphrey Bogart-Filmen. Wir sind froh, dass Dolores wohlbehalten aus den Ödland zurückgekehrt ist. Plus 1 Koffer, plus 1 Gasmaske, plus 1 Axt. Trotz seines eher ruhigen Wesens geriet Timmy vor der Apokalypse hin und wieder in Streitereien. Zuletzt hatte er einen Jungen namens Ethan mit einem Stock geschlagen. Die Eltern von Ethan waren außer sich und luden uns zu sich ein, um die Angelegenheit zu besprechen. Aber bevor wir uns verabreden konnten, fuhr die Welt zur Hölle. Während unseres Ausflugs kamen wir an ihrem Haus vorbei und klopften, aber niemand öffnete. Wir beschlossen hineinzugehen und uns umzuschauen. Diese Leute waren besessen von Tomatensuppe. Wir haben viele Dosen in ihrer verwüsteten Küche gefunden. Die meisten davon waren beschädigt und der köstliche tomatige Inhalt ist ausgelaufen. Aber einige waren in Ordnung. Plus 2 Dosensuppen. Hinter den Überresten der Küchentheke fanden wir ein paar Flaschen Wasser. Nicht unsere Lieblingsmarke, aber es wird schon Ey Leute, wirklich? Also stellen wir uns mal vor, die Welt geht vor die Hunde, was früher oder später wahrscheinlich wirklich passieren wird. Also zumindest solange es Menschen gibt. Stellen wir uns jetzt mal einfach vor, die Welt geht auf einmal von einem Tag auf den anderen vor die Hunde, weil da irgendeiner durchgedreht ist, den roten Knopf gedrückt hat. Man schafft es, sich in den Bunker zu retten oder im Keller oder wo auch immer. Man braucht Vorräte, man will einfach nur irgendwie überleben und findet ein paar Flaschen Wasser, die nicht kaputt sind oder sonst irgendwie, die noch gut aussehen. Und dann sind da irgendwie 2 Mineralflaschen Wasser von Volvic und irgendwie, keine Ahnung, was gibt's noch für Mineralwasser? Evian? Hier das Lidl-Mineralwasser, das Aldi-Mineralwasser, die Hausmarke, die Emsquelle oder Sankt Ansgari. Keine Ahnung, einfach irgendein Mineralwasser. Und du stehst da, du weißt, du brauchst Flüssigkeit. Ey, das ist aber nicht meine Lieblingsmarke. Ich glaube, in einer Apokalypse hat man andere Probleme, als ob das die Marke ist, die man gerne mag. Hauptsache Flüssigkeit und Hauptsache was zu essen. So, hinter den Überresten, es wird schon gehen. 2 Flaschen Wasser, das Fahrzeug am Ende der Straße wird wohl von jemandem gewartet. Wir haben es ein wenig aus der Ferne beobachtet, wer wohl der Besitzer sein könnte. Wir halten uns erst einmal fern, könnten aber in Zukunft versuchen, einen genaueren Blick darauf zu erhaschen. Es könnte unsere Rettung bedeuten. Ted würde sehr gerne was essen, wir sollen was gegen Krankheiten unternehmen, die Ted eingefangen hat. Ted hat sich ausgeruht, Ted steht mit einem Fuß im Grab, er braucht sofort was zu trinken. Dolores hat eine Weile nichts gegessen, Dolores ist müde, Dolores ist zermürbt, Mary Jane kippt um, braucht was zu trinken. Ihr seid heute eh dran mit Trinken. Das Ödland ist keine Herausforderung für Mary Jane. Oh, da machen wir doch direkt, wenn möglich, am nächsten Tag eine Expedition mit Mary Jane. Beim gestrigen Charadespiel kam heraus, dass Marianne Anti-Etablishmentarismus nicht buchstabieren kann, was Dolores sehr enttäuschte. Sie besteht darauf, dass Mary Jane Haus oder besser gesagt Bunkerunterricht bekommt. Halt's Maul, Dolores! Es gibt Wichtigeres als unnötige Wörter buchstabieren zu können. Ted, du siehst scheiße aus. Ich glaube, wir hätten den Kater wegtun sollen. Oder nicht annehmen sollen. Mary Jane machte eine richtige Szene und klagte, dass Dolores nie zufrieden sein würde. Selbst wenn ihre beiden Kinder die Präsidentschaft übernehmen, Nobelpreise gewinnen und zugleich die ersten Menschen auf dem Mond wären. Also, es kam ja die Frage auf, wann spielt 60 Seconds? Dann habe ich in den Kommentaren, glaube ich, schon geantwortet. Davon ausgehend, fiktives Szenario, oder fast fiktives Szenario, Amerika und Russland behaken sich, kalter Krieg. Ich würde tatsächlich 50er sagen, vielleicht noch Anfang 60er und der erste Mensch auf dem Mond. Da würde ich tatsächlich sagen, das ist noch vor der ersten Mondlandung, also ganz frühe 60er.
Allerspätestens. Oder wirklich 50er. Und diese ganzen Science-Fiction-Anspielungen, die teilweise auch aus den 50er Jahren Klischees noch sind. Humphrey Bogart-Filme. Ich würde sagen, das spielt in den 50ern. Da wäre ich mega stolz, wenn meine Kinder die ersten Menschen auf dem Mond wären. Selbst wenn die nicht die ersten wären, selbst wenn die irgendwie der 10. Mensch oder der 100. Mensch auf dem Mond. Ey, die waren auf dem Mond. Einer von über 7 Milliarden Menschen auf dem Mond. Wow. Da wäre ich aber sowas von stolz. Ich wäre schon stolz, wenn ich Kinder hätte und wenn die bei der NASA angestellt wären, da wäre ich schon stolz. Selbst wenn die so irgendwie an der Universität in den Labor nur arbeiten, was heißt nur, selbst ich glaube, ich wäre auf meine Kinder stolz, egal was die machen. Und wenn mein Kind sagt, es möchte Gebäudereiniger werden, irgendwie Putzfrau, Putzmann, Gebäudereiniger, Reinigungskraft in einem Discounter bei Edeka, die Regale putzen. Wenn das Kind da Spaß dran hat, dann bin ich da auch stolz drauf, dass es was gefunden hat, woran es Spaß hat. Ted wird dir sehr gern was essen, halt's Maul, Ted. Wir sollen was gegen die Krankheit unternehmen. Doris hat kaum noch Kraft, wenn sie heute nichts isst, wird sie morgen nicht. Oh. Dann kriegst du heute schon mal was. Mariannchen. Mariannchen nimmt den Koffer mit. Die Gasmaske. Ach komm, die Gasmaske braucht sie nicht. Sie nimmt die Axt mit. Und eine Taschenlampe. Ich hoffe, das ist kein Fehler mit der Taschenlampe. Dann mal los, Mariannchen. Kater, verzieh dich. Du kannst da auf dem Regal oder auf dem Tisch rumsitzen oder auf dem Regal hier. Nur weit weg von Ted. Mariannchen ist nach draußen gegangen. Hoffen wir, dass ich schnell zurückkomme. Ausrüstung, Koffer, Axt, Taschenlampe. Ted will gern was essen. Ted hustet unentwegt. Dolores beschwert sich darüber, dass sie hier einfach kein Auge zubekommen. Dolores hat eine Weile nichts gegessen. Diese elende Lügnerin hat eine Weile nichts gegessen. Die hat was zu futtern gekriegt erst. Kriegt jetzt nichts. Charikov scheint sich für unser Damenspiel zu interessieren. Seine Lieblingsbeschäftigung scheint es zu sein, in Perioden extremer Langeweile und Stille im Bunker Spielsteine vom Tisch zu stoßen und dabei aufmerksam die Person anzuschauen, die in seiner Nähe sitzt. Das Geräusch der herunterfallenden Spielsteine alle 10 Sekunden geht uns auf die Nerven und wir überlegen, ob wir das Spiel weglegen sollen. Sollten wir Charikov erlauben, mit dem Damenspiel zu spielen? Nö! Direkt gleich mal strenge Regeln für den Kater! Der muss lernen, was er darf und was er nicht darf. Wenn ihm das nicht passt, kann er gehen. Ab in eine Strahlung. Ab im Ödland mutieren. Dann sieht er danach aus wie eine dreiköpfige Ratte. Ach, Charikov. Wuff. Als wir Charikov seine Unterhaltungsmöglichkeiten wegnahmen, schaffte er es irgendwie, das Damenspiel in zwei zu... Du blödes Drecksviech, deswegen bin ich ein Hundemensch. Ziemlich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass er keine gegenüberliegenden Daumen hat. Wir sind traurig, dass wir unser geliebtes Damenspiel verloren haben, aber immerhin sind wir am Leben. Lieber das Damenspiel als einer von uns. Wow. Ted hat Hunger, Ted hustet in den Weg. Ted sollte bald was trinken. Ja, darf er nächsten Tag. Heute gibt's erstmal Suppe. Charikov ist ein Neuzugang in unserer kleinen Familie, weswegen wir ihn noch beobachten müssen. Und just heute haben wir noch etwas an seinem Halsband bemerkt. Knoten in der Zunge. Nämlich eine Metallplakette mit einer Adresse drauf. Und sie ist nicht weit entfernt. Sollen wir nachsehen, um was sich dort befindet? Nein! Blöder Charikov. Klopf, klopf, klopf. Tag 36. Erstmal gibt's gleich Wasser. Ja, ja, ja. Hör mal auf zu klopfen, Mann. Der Kater gehört jetzt uns. Er ist unser neuer Freund und erheitert das Leben im Bunker. Nein, tut er nicht.
Zumindest, wenn wir uns Ted mal genau ansehen. Er erheitert das Leben nicht. Er macht das Ted nur schwer. Wir konnten ihn gestern als Kissen benutzen. 10 Sekunden lang. Dann hat er uns fast die Augen ausgekratzt. Er hat uns wirklich gern. Und deshalb bleibt er bei uns. Keine Widerrede. Ted hat Hunger. Wir sollten etwas gegen die Krankheit unternehmen, die sich Ted eingefangen hat. Ted steht mit einem Fuß im Grab. Er braucht was zu trinken. Ja. Oh Mann. Dolores hat eine Weile nichts gegessen. Dolores braucht mehr Zeit zum Ausruhen. Sie ist der Chef. Dolores wird ohne Wasser nicht länger überleben. Wir wollten gerade anfangen, in unserem Bunker über das einzige Buch, das wir alle gelesen haben, das Telefonbuch, zu debattieren, als wir von einem hastigen Klopfen an der Tür unterbrochen wurden. Es stellte sich als eine Gruppe von Flüchtlingen heraus, die, wie wir, die Bombe überlebt hatten. Sie waren wesentlich schlechter dran als wir und flehten uns um alles Wasser, Essen oder Verbandzeug, was wir entbehren können. Moment, was haben wir mehr? Ihr kriegt eine Flasche Wasser. Quell des Lebens. Nochmal klopfen? Mensch, unser Bunker ist aber gut besucht heute. Überhaupt. Diese Woche. Unsere Besucher waren völlig sprachlos vor lauter Dankbarkeit. Tränen wurden vergossen. Lächeln und Umarmung ausgetauscht. Sie wünschten uns alles Gute und verließen uns bald, um in den Ruinen der Stadt einen Unterschlupf zu finden. Es fühlt sich gut an, jemandem helfen zu können. Hoffentlich kommen sie da draußen zurecht. Ted will gerne was essen. Ted hat sich noch nicht von der Krankheit erholt. Ted ist nicht mehr durstig. Dolores hat noch mal nichts gegessen. Dolores ist auch sehr müde, aber sie bekommen einfach nicht genug Schlaf. Die Zwillinge haben uns besucht und gefragt, ob wir eine Karte unseres Ortes im Bunker hätten. Nein, haben wir leider nicht. Tut mir leid. Und Marianchen ist wieder da. Und hat eine neue Karte mitgebracht. Wie geil. Tag 38. Leider konnten wir unseren Freunden diesmal nicht helfen. Sie waren ein wenig enttäuscht, doch sie akzeptierten unsere Entscheidung. Wir wünschten ihnen Glück, dann brachen sie auf und setzten ihre Suche fort. Marianchen ist von der Oberfläche in den Bunker zurückgekehrt. Wir sind überglücklich. Plus 1 Koffer, plus 1 Axt, plus 1 Taschenlampe. Unser Unterhaltungsbedarf hat uns zum örtlichen Kino geführt. Ein Teil davon steht noch, mindestens ein Kinosaal ist heil geblieben. Wir sind in der Hoffnung auf Beute hineingegangen oder wenigstens um ein paar Filmposter zu ergattern. Würde ich tatsächlich auch machen, weil Filmposter wiegt ja nichts, nimmt keinen Platz weg. Das kann man dann ruhig mal mitnehmen. Einer der intakten Räume war eine kleine Besenkammer. Hast du da Boris Becker drin gefunden? Darin stand nur ein voller Wassereimer mit einem Wischmopp darin. Wir konnten einige Flaschen mit dem Eimer füllen. Das Wasser sieht etwas komisch aus. Hoffentlich schmeckt es nicht nach Putzmittel oder etwas Schlimmerem. Es war die Kammer von Boris Becker. Plus 2 Wasserflaschen. Wir fanden den Bürgermeister in seinem Büro im obersten Stockwerk. Auf seinem Schreibtisch lag ein prall gefüllter Verbandskasten. Offenbar war er ein Gesundheitsfanatiker. All die Medikamente scheinen ihm allerdings nicht geholfen zu haben. Er sieht etwas verbrannt aus. Und hier und da schaut ein Knochen raus. Plus 1 Verbandskasten. Teddy! Das Archiv im Keller ist relativ unbeschädigt geblieben, aber der Raum war ein einziges Chaos. Verordnungen und Dokumente lagen in riesigen Haufen herum. Zwischen ihnen fanden wir eine Karte unserer Stadt. Wir konnten nicht widerstehen, in die Akten einer Freundin von uns hineinzuschauen. Offenbar ist sie wesentlich älter, als sie immer gesagt hat. Lügnerische alte Hexe! Plus 1 Stadtkarte. Wir glauben, dass Fremde unserer Expedition ins Ödland gefolgt sind. Nächstes Mal sollten wir vorsichtiger sein. Ted hat Hunger, Ted hat sich noch nicht von der Krankheit erholt. Dolores wird wirklich gern was essen. Dolores braucht mal Zeit zum Ausruhen. Sie sieht erschöpft aus und Mary Jane könnte etwas Nahrung vertragen. Mary Jane ist wirklich müde. In 2 Tagen kriegt ihr Wasser und wieder Suppe. Aber wir können Teddys Krankheit heilen. Wie finde ich, dass Mary Jane nach draußen gehen sollte? Dolores ist erschöpft. Ted könnte eine Expedition übernehmen. Nee. Noch nicht. Auf vorigen Expeditionen haben wir ein seltsames Fahrzeug gesehen. Unser letzter Exkurs an die Oberfläche brachte Klarheit. Es handelt sich um einen verstärkten, bewaffneten Eiswagen. Ihm fehlen aber Räder und Treibstoff. Das arme Teil schwindet vor sich hin. Wir könnten es vielleicht zu einem Kunstprojekt umfunktionieren. Nein. Tag 39. Teddy ist gesund. Thank you.
Abgesehen von der Überlebenskunst können wir uns momentan keine künstlerischen Leistungen erlauben. Die Maxime dabei, ihr sollt keine Ressourcen verschwenden, besonders nicht auf Trivialitäten. Außer es hat was mit Bowling zu tun. Das vermissen wir ganz schön. Ted hat Hunger, Ted hat sich von seiner Krankheit erholt, Ted schwänzt sich bloß ein paar Tropfen Wasser. Dolores hat aber nichts gegessen, Dolores beschwert sich darüber, dass sie hier einfach kein Auge zu bekommen. Wasser, mehr will sie nicht. Mary Jane hat sich ausgeruht, da. Wir wissen immer noch nichts über die Lage im Ödland, vielleicht sollten wir das Risiko wagen, nach draußen gehen. Ted scheint wirklich gut in Form für einen Ausflug zu sein. Mary Jane will hinaus. Wir schicken Mary Jane wieder. Wir konnten eine weitere Nachricht der Regierung empfangen. Sie fordern alle Überlebenden auf, sich zu einem bestimmten Ort in der Umgebung zu begeben und ein Zeichen zu hinterlassen. Ja! Ja, wir können ein Lebenszeichen hinterlassen.